Wir sind heute auf einer Mission. Hallo meine Jungs, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus dem Disney in Paris. Es ist Sonntag und wir sind auf Mission. Ich bin strammen Schrittes auf dem Weg ins Discoveryland und es ist kurz nach 8:30 und wir wollen heute natürlich Mandalorian und Baby Yoda treffen, die aber erst um 11.30 Uhr da sein werden. Ich wette, wir sind nicht die Ersten in der Warteschlange und ja, wir werden uns gleich 3 Stunden lang die Zeit vertreiben, da sitzen, auf Instagram gucken und warten. Einer wird dann immer Frühstück holen, dann wechseln wir uns ab mit Toilette, Fotos machen und so, wenn wir die 3 Stunden schon irgendwie durchkriegen. Ich bin alleine, weil ich habe Nina und Brina abgehangen. Ich musste nämlich schon mal ein Gepäck abgeben, war trotzdem trotz des Gepäckabgebens schneller als sie durch den Jahreskarteneingang. Ja, deswegen, die kommen dann irgendwo da hinten angewatschelt. Ich gehe schon mal vor und reserviere uns einen Platz bei Mando. Es ist 8.45 Uhr circa und wie gedacht sind wir nicht die Ersten. Da ist irgendwie eine Schlange für die Disability Line, aber die ist auch schon irgendwie mega groß. Da hinten, die Schlange hat sich jetzt aufgelöst und das ist die normale Warteschlange. Und wie gesagt, er kommt erst um 11.30 Uhr. Sitzkissen am Start, wir campieren jetzt hier und der Castmember kam gerade zu uns und meinte, es läuft so ab, dass es mal 12 Familien gibt, die drankommen bei Mando, vielleicht plus minus immer eine dazu. Dann gibt es eine Pause, dann kommt Mando zurück, dann gibt es wieder 12 Familien und so weiter und so fort. Und wir sind wahrscheinlich erst in der zweiten Gruppe, weil wir Nummer 20 oder 21 sind. Und wir dürfen zwischendurch auf Toilette, wir dürfen uns was zu essen holen, aber immer einer von uns muss in dieser Schlange bleiben, sozusagen den Platz sichern. Ganz gut geregelt, soweit wie man das regeln kann. Freue mich drauf und jetzt müssen wir uns erstmal was zum Frühstücken organisieren. Nina und ich haben Brina zurückgelassen in der Schlange und gehen jetzt ein paar Fotos machen auf Toilette und was zu essen organisieren. Und hier gibt es einen Grogu-Keks. Mit Getränk, entweder Kaltgetränk oder Heißgetränk, für 7 Euro. Und ich würde sagen, der ist doch perfekt für Bilders. Und natürlich, um ihn zu probieren und zu essen. Wir haben es zurückgeschafft und wir haben Brina natürlich Popcorn mitgebracht, eine Cola, eine heiße Schokolade, auch einen Keks. Und das ist der Grogu-Keks. Kostet, wie gesagt, mit Getränk, Heiß- oder Kaltgetränk 7 Euro. Ist auch gefüllt mit, ich glaube, Nutella, oder? Ja, Haselnusscreme, also Nutella. Ja, aber ich esse ihn noch nicht, denn ich will gleich noch ein Foto machen, wenn Mando rauskommt mit dem Keks. Jetzt sitze ich wieder hier und möchte mal mit euch quatschen, weil ich wurde jetzt allein gelassen. Nina und Brina sind jetzt Fotos machen und auf Toilette. Und ja, wir sind wahrscheinlich erst um 12.30 Uhr und wenn es ganz schlecht läuft, um 13.30 Uhr dran. Denn wie gesagt, das sind diese 12er-Gruppen und ich weiß nicht, ob die Disability-Leute, die ja Termin haben, mit dazuzählen zu den 12 Leuten. Wenn ja, dann sind wir erst um 13.30 Uhr dran. Wenn nicht, dann könnten wir um 12.30 Uhr noch Glück haben. Wir werden sehen. In 20 Minuten kommt er. Dann versuche ich ihn schon mal ein bisschen einzufangen, wenn er dann da steht. Man sieht ihn von hier eigentlich ganz gut. Wenn er kommt, wie gesagt, in 20 Minuten der erste Slot. Die ersten dürfen dann schon hin und wir erhaschen schon mal einen ersten Blick auf ihn. Ich bin sehr gespannt. Er ist ja nur noch bis zum 14. März hier. Ich glaube, wenn das Video online ist, ist es dann auch schon vorbei. Was echt schade ist. Es waren ja nur 2 Wochen und man sieht ja an dieser Beliebtheit, man sieht ja daran, dass hier so viele Menschen sind und so früh und so lange anstehen, wie beliebt er ist. Und ich weiß nicht, warum die das nicht länger anbieten oder als generellen Meet and Greet, keine Ahnung, als Ersatz vielleicht für Darth Vader reinmachen. Ne? Also Darth Vader ist ja schon immer da. Stellt doch da mal jemand anders rein. Wie gesagt, er ist ja anscheinend beliebt und vielleicht ist das auch ein gutes Zeichen, dass doch vielleicht die in den Walt Disney Studios der Star Wars Bereich kommt, Star Wars Galaxy's Edge, aber ne, ich habe nichts gehört, keine Ahnung. Aber wenn es so beliebt ist, keine Ahnung. Es dauert aber noch, bis da der Bereich öffnet.
Alles nur Mutmaßungen. Wir werden die nächsten Wochen und Monate abwarten müssen, ob was von Disney kommt zu diesem Thema. Und ja, wir warten auf Mando. Und ich hoffe, dass er irgendwann mal wieder zurückkommt. Ich glaube, das ist halt ein Problem, dass, ich weiß nicht, ob man die Rüstung jetzt irgendwie zurück nach Amerika schicken muss oder dass logistisch so ein Problem ist oder, ne, also es gibt ja so Special-Charaktere, die dann immer, die Kostüme werden dann aus Amerika halt eingeflogen und dann sind sie halt nur einen gewissen Zeitraum hier und dann werden sie halt wieder zurückgeschickt. Aber ich denke mal schon, dass sie das auf Lager behalten werden und für so Special-Events für Jahreskarten oder sowas bestimmt mal wieder zurückkommt. Aber da werden auch die Warteschlangen auch bei so Events immer immens sein für Mando mit Grogu. Ja, also ich freue mich hier, dass wir genau in dem Zeitraum geschafft haben, hier zu sein, um ihn zu treffen. Was sonst heute noch geplant ist, ich müsste jetzt mal gucken, wann wir hier rauskommen. Ich muss heute Abend wieder den Magical Express nehmen, weil der TGV fährt tatsächlich immer noch nicht. Ich habe mein Ticket wieder online gebucht, 23 Euro zum Flughafen. Ich werde aber vom Newport Bay fahren. Der fährt auch hier vom Bahnhof ab, aber ich weiß nicht wo. Und irgendwie ist mir das ein bisschen sicherer, vom Newport Bay zu fahren. Also ich werde dann zum Newport Bay laufen. Ich muss eh nochmal durchs Village, weil ich noch ein Video aufnehmen möchte und zum Fashion möchte. Deswegen werde ich dann da auf dem Weg zum Newport gehen. Um 18 Uhr kommt dann der Bus, den ich dann nehmen werde, zum Flughafen. Und wir wollten danach noch in die Studios diesen Eclair probieren mit Buzz und vielleicht einen Corn Dog. In der Stark Factory wollte ich eventuell Nudeln essen. Mal sehen, wie fast zeitlich noch reinpasst, wie lange wir hier noch festsitzen. Und das zeige ich euch natürlich alles hier in dem Vlog. Aber Hauptsache, erstmal geht es jetzt hier um Mando und Grogu. So, in 2 Minuten kommt Mando. Und da hinten kommt er ja raus, wo die ganzen Menschen stehen, da, hinter dem Rosenbusch. Und es ist so, als würde, keine Ahnung, der größte Popstar kommen. Diese ganzen Menschen warten da nur, um einen kurzen Blick auf ihn zu erhaschen, wenn er da rausläuft und hier hinkommt, weil er wird hier sein. Das ist die Fotolocation. Es ist crazy. Also was hier für ein Menschenauflauf ist. Und die Schlange ist, soweit wir gehört haben, schon zu. Crazy. Da kommt er, glaube ich. Er kommt. Die Handys werden hochgehalten. Er kommt. Leute, er kommt. Er kommt. Und die Musik läuft. Oh, ich habe Gänsehaut. Seht ihr ihn? Entschuldigung. Da kommt er. Also er nimmt sich schon ein bisschen Zeit für die Menschen, die extra für ihn warten. Das ist ja schon mal sehr nett. Ich glaube, er ist eine Diva. Er ist eine Diva? Ah, da ist er ja. Da kommt er. Da ist er. Timon ist zu groß. Ich nenne es mal Kurthaare, so kleine Haare, wie so alte Opas dann nur noch haben. Kurthaare halt. Entschuldigung an alle Kurz dieser Welt, die nicht so eine Frisur haben. Hello. Hi. Come on. Okay. Oh, I think I'm looking like this. Yes. Oh my God. Can you get me? One more. Perfect. Calme-toi! T'es hystérique là! Hystérique là! Ils sont méchants avec moi! Hi! Protégez-moi! Hi, my home can also talk. Can you get me?
Perfect. The young one, how do you get yours without a half-water frog? I clap him on the back. I do try it. War das süß? Wir haben insgesamt jetzt 4 Stunden gewartet. Das ist, glaube ich, der längste Meet and Greet. Ja, ich habe ihm zugelacht. Der war sehr nett, der Castmember, der uns zugewiesen hat. Also ich weiß nicht, ob ich jemals so lange für irgendeinen Charakter angestanden habe. 4 Stunden, aber für Mando und Grogu. Es war so süß, Baby Yoda, diese Geräusche. Und er hat mich gefragt, nachdem wir die Fotos gemacht haben, was ich denn mache, wenn mein Baby Yoda wieder einen Frosch verschluckt und ihn nicht ausspucken will. Ja, er hat... Das war Grogu, ja, Grogu. Man durfte ja kein Baby Yoda sagen, weil sonst wird er böse. Nee, das haben sich Fans ausgedacht. Das war nie in der Serie Baby Yoda. Sein Rufname, ich weiß, dass es nie in der Serie war. Aber trotzdem wird er als... Also der Rufname ist ja bei Yoda. Ja. Dann soll deiner den selben. Ach so, ja. Er hätte sagen müssen, dein Child. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ich hau ihm immer auf den Rücken. Und er ist so, danke für den Tipp, teste ich beim nächsten Mal. So, wisst ihr Bescheid, wenn ihr auch so ein Baby Yoda habt, wenn ihr wieder einen Frosch verschluckt, einfach auf den Rücken klopfen. Ja, also es war sehr schön. This is the way. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt gehen wir mal zum Prinzessin-Pavillon. Oh, hi, Ben. Oh, hi. Hello. Bist du? Hello. Thank you. Hi, how are you? I'm fine. Baby Yoda. Oh, you made it to go. He's so cute. Yeah. Okay. Yes, of course. But wait, long, long time. Okay, breakfast. Popcorn breakfast. Yeah. And then yeah. Yeah. Yes, please. Here, another one. Last one. Perfect. Thank you. Thank you so much. Hi, Ben. How are you? Very good. I have a little friend with me today. He's from some voices as well. Oh, yeah. 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 Yeah, very cute. Mando liked him as well. Yeah. Yes? Look at me here. Another one. Last one. Perfect, thank you. Thank you. Thank you so much. Oh, yes, oh, yes. 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 O
this way. Another one. Last one. Perfect, thank you. Thank you. Hi. Oh, hi. Wir wechseln gerade den Park, aber ihr habt ja gesehen, wir hatten Meet and Greet mit Belle. Dann haben wir noch Goofy und Pluto am uns vorbeilaufen sehen. Wir haben auch kurz Rapunzel und Flynn gesehen, aber die sind leider nicht an uns vorbeigelaufen. Haben wir verpasst. Und dann haben wir noch Max getroffen. Da war nicht so viel los. Ja, jetzt gehen wir in die Studios, was essen. Ich hätte ja Lust auf Stark Factory Nudeln. Brina möchte sich das Sandwich holen. Nein, 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 das habe ich so nicht gesagt. Glück nicht. Du möchtest diesen Button? Nein, ich habe gesagt, es gäbe auch die Möglichkeit, sich diesen Button zu holen. Das ist ein Vorschlag, was wir genau machen. Das hat sich nicht entschieden. Aber im Super Diner, wo es die Sandwiches gibt, gibt es so Coca-Cola-Buttons für eben Sandwiches dazu. Aber ich habe, glaube ich, Bock auf Nudeln. Dann holen wir uns jetzt mal was zu essen. Einmal gibt es hier die Macaroni mit Parmesansoße für 13 Euro. Und einmal die Bolognese für 13, die nehme ich wahrscheinlich. Ich muss sagen, die Pizza sieht auch gut aus, vor allem dieser geschmolzene Käse. Kostet 14 Euro und dann gibt es noch Stracciatella Pizza mit Oliven und auch mal mit Schinken, auch alle 14 Euro. Aber ich bleibe doch bei Nudeln und nehme hier die. Also ist schon relativ teuer für 13 Euro, aber ich finde die ein bisschen besser als in Bella Notte. Hier gibt es dann auch noch Salate, so ein kleiner Beilagensalat, zum Beispiel 3,30 Euro mit Dressing. Ich mag das Disneyland Paris Dressing sehr gerne. Und dann gibt es hier eine vegane Bowl für 8,50 Euro. Sieht so aus. Und dann gibt es noch eine Bowl. Da ist irgendwie, glaube ich, Burrata drin. Oder, nee, ein pochiertes Ei. Pochiertes Ei. Genau, das gibt es dann hier. Wir sind im Deep Talk hier mit welche Nasenform wir haben. Und wir diskutieren gerade. Rina hat eine breite Nase. Mit Schwung. Mit Schwung. Ich habe wohl eine mit Höcker. Ein kleiner Höcker ist hier. Sie glaubt es nicht, aber das ist ein kleiner Höcker hier. Also es gibt schlimmere, wenn wir uns jetzt mal die Kamera umdrehen würden, ne? Dieser Zinken da gegenüber von uns. Fazit zum Essen. Ich finde es so lieb zueinander. Wir sind super lieb zueinander. Fazit zum Essen. Also ich mag die Nudeln hier gerne, auch besser als Bella Notte. Rina fand ihre Käsenudeln jetzt nicht besser als Bella Notte. Nö, definitiv. Für den Preis. Für den Preis. Ja, es ist also generell Avengers Campus, alles was hier gibt, ist schon geschmacklich ganz gut, aber sehr, sehr teuer. Ja, also man kann es essen, aber ich finde sie sehr pumpig. Im Vergleich zu Bella Notte ist die Käsesoße besser. Die hier ist so dick. Ich mag lieber so ein bisschen dünnere Soße. Ist einfach Geschmackssache. Und in Bella Notte gibt es Rigatoni. Rigatoni sind meine Nummer 1, außer
Motivnudeln. Und hier gibt es Makaroni. Das sind halt so Makaroni, etwas länger, aber nicht ganz lang. Die mag ich am allerwenigsten von Nudeln. Ja, aber das Dessert ist hier sehr gut. Also, aber das habe ich mir jetzt nicht geholt, weil wir wollen jetzt noch den neuen Bass-Eclair testen. Wagen wir jetzt hin. Und ich habe was vergessen zu erwähnen, als wir bei Mando waren. Gibt es danach direkt noch einen Magic Shot. Ich blende euch gerne mal hier jetzt ein Bild ein, wie es bei mir aussah. Was ich schade finde bei dem Magic Shot, man kann ihn nicht machen, wenn man nicht Mando-Treffen getroffen hat. Also vier Stunden für einen Magic Shot. Und ich finde es halt auch unfair auf den Gästen, die vielleicht den Magic Shot auch machen wollen, aber nicht Mando treffen wollen oder halt 4 Stunden warten wollen. Deswegen. Hier heißt, ohne ich weiß leider nicht. Vielleicht könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie das Ding hier heißt, was ich euch eben gezeigt habe, da der Magic Shot. Das weiß ich nicht. Nina. Ja, ihr Ehemann war sehr das nett. Das muss jetzt erzählt werden, das finde ich aber auch. Nina hat ihr Bild mit dem Magic Shot ihrem Mann geschickt. Und der Mann hat gesagt, sie sieht ja heute von vorne so gut aus. Und hat dieses kleine Teil und hat aber Teil nur das Ding ausgeschnitten. Wo wir den Namen nicht wissen. Irgendwie sieht das aus. Schon, irgendwie das sieht ist das schon Ding fies. Aber aus wie so ein Ninja Turtle. Also wenn ihr wisst, was es ist, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Also das wollte ich euch schon erzählen. Es gab noch einen Magic Shot, den es nur gibt, wenn ihr Mando getroffen habt. Vielleicht ist er jetzt länger existent, das wissen wir aber nicht. Wir sind jetzt hier neben Jesse und also dem Toy Story Meet and Greet. Und hier gibt es Studio Catering und Co. Und hier gibt es den neuen Eclair von Buzz. Im Menü für 7. Ich weiß jetzt nicht, was er einzeln kostet. Und einmal der Corn Dog, 5 Euro einzeln und der Corn Dog kostet 8. Er hat mal 11 gekostet und die haben die Preise tatsächlich reduziert. So sieht das Ganze jetzt in real life aus. Wir probieren es gleich mal. Da müssen wir davon noch Fotos machen. Und das ist der Corn Dog, wie gesagt 8 Euro. Brina, magst du mich gleich mal filmen, wie ich den esse? Wie ich genüsslich reinbeiße. Sieht wahrscheinlich jetzt nicht schön aus, was ich hier mache. Half. Ist es heiß? Sehr heiß. Okay, und? Gut. Ich dachte, die werden nicht warm. Gerade irgendwo habe ich gelesen, dass es nur ein aufgetautes Produkt ist. Heiß, ne? Ja, man sieht, dass es heiß ist. Lecker? Ja, haut mich jetzt nicht um, aber ist okay. Jetzt du? Jetzt kommt das als Nachtisch, das Eclair. Aber viel Füllung. Ja, weiß nicht, was von außen. Schmeckt sehr haselnussig, sehr lecker. Also ja, den würde ich empfehlen. Die anderen haben mich jetzt verlassen. Ich bin jetzt wieder alleine, denn ich habe noch ein bisschen Zeit und möchte noch ein Video für euch abdrehen für die nächsten Wochen. Ich bin ja bald auf AIDA und möchte, wenn ich im Urlaub bin, trotzdem Videos für euch haben und euch immer noch mit Videos versorgen. Und da drehe ich jetzt mal ein Video zu. Habe jetzt hier schon angefangen, gehe jetzt mal rüber und genau, da werde ich so gegen 4:15 mich zum Richtung Newport Bay machen und meinen Koffer abholen und dann durchs Village laufen, denn da muss ich auch noch einen Abschnitt filmen. Das ist jetzt so mein Plan. So viel Zeit habe ich jetzt auch nicht mehr. Und dann geht es auch schon wieder ab nach Hause. Und dazu erzähle ich euch später noch was dazu, weil ich das nächste Mal hier bin. Bin jetzt hier im Park angekommen und ich sehe es gerade da hinten. Dream and Shine Brighter läuft. Wir haben heute keinen Dream and Shine Brighter geguckt. Wie kann das nur sein? Aber ich versuche die Parade gleich oder die Show gleich abzufangen, wenn sie zurückläuft. Und ja, ein bisschen Dream and Shine Brighter Feeling zu bekommen.
alle Clips sind im Kasten und das neue... Alle Clips sind im Kasten und ich gehe jetzt raus, ich verabschiede mich vom Disneyland Paris, hole jetzt mein Gepäck ab und gehe dann zum Magical Express. Video beende ich noch nicht, aber was ist denn in nächster Zeit geplant? Oder wann bin ich das nächste Mal hier erstmal? Das nächste Mal hier bin ich am 11. April und hi. Und jetzt habe ich den Faden verloren, zum D23 Event, was am 12. und am 13. April stattfindet. Dafür habe ich mein Ticket gekauft und ich komme am 11. aber schon tagsüber und verbringe hier noch ein paar Stunden. Und ich bleibe dann noch bis zum Wochenende, denn Brina kommt dann am Wochenende und wir verbringen dann den Samstag und den Sonntag zusammen. Also das heißt, ich bin von Dienstag bis Sonntag hier. Ich glaube, das ist der 11. bis zum 16. Ein bisschen längerer Disneyland Paris Aufenthalt. Wenn ihr auch da seid, dann, wenn ihr mich seht, quatscht mich an, rempelt mich an. Ich bin gern offen für Fotos, wenn ihr welche haben möchtet. Also einfach anquatschen und wir können dann kurz ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ja, und ich gehe jetzt raus, hol mein Gepäck und... Tschüss, Disneyland Paris, wir sehen uns im April wieder. Ich muss ja wieder den Magical Express zurücknehmen. Ich habe den ja auch schon am Freitag hierher genommen. Denn anscheinend fährt immer noch kein TGV. Ich habe das Ticket wieder online gekauft, 23 Euro. Es fährt auch vom Disneyland Bahnhof ab, aber ich bin jetzt hier zum Newport gelaufen, weil ich eh ins Village musste, um im Fashion noch was abzufilmen. Und da war ich eh auf dem halben Weg her, dachte ich, komm, läufst du jetzt eh zum Newport, bevor du wieder zurückläufst. Ja, jetzt warte ich hier. Er kommt so in... 18 Uhr, in 20 Minuten circa. Und ich freue mich jetzt gleich im Bus zu sitzen, im Warmen. Aber nur sitzen, ein bisschen entspannen, die Ohren gleich abzunehmen, meine Kontaktlinsen rauszunehmen. Oh, ein bisschen entspannen. Die Videos für euch zu schneiden, das habe ich gleich Zeit im Bus und am Flughafen und im Flugzeug. Da werde ich ein bisschen Videos schneiden, aber auch chillen und ja. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt. Ich nehme euch jetzt nicht mehr mit zum Flughafen und im Bus, das habe ich euch ja alles schon gezeigt. Wie gesagt, ich habe es online gebucht, die Zeiten findet ihr auch online. Alles recht easy und ich weiß nicht, ob ihr hier auch Tickets zurückkaufen könntet. Keine Ahnung, fragt uns einmal in der Hotellobby nach. Ja, ich hoffe, dieser letzte Vlog hier aus dem Disneyland Paris hat euch gefallen. Ihr wisst ja, wann ich das nächste Mal da bin. Nächstes Wochenende geht es nach Wien zur Harry Potter Exhibition und ein bisschen Sightseeing mit Daria. Da nehme ich euch natürlich auch wieder mit und bis dahin sage ich Tschüss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.